Es ist der Speiermann, von dem ich spreche. Zwar einer nur, doch dieser ist Legion. Er wurzelt tief in jeder Oberfläche der zeitgebundenen Meinungskonfektion. Ein stand er ratlos in Novemberwettern mit Friedrich August Band und IK 2. Vor dem Schloss die Karmagnole schmettern, ob Heimatdienst am Volk das Richtige sei. Er wusste nicht, in welchen Händen kriechen, weil alles noch im Ungewissen war und schien's im einen mehr nach Ruhm zu riechen, so doch im anderen mehr nach Honorar. Dann kam der Tag für solcherlei Gestalten. Die Republik, sie hatte jedermann den Hintern wie ein Stadttor hingehalten und Speiermann marschierte vorne an. Nun fehlte Speiermann auf keinem Podium, zertrat die Reaktion mit Haferschuhen, umbrannte teils von Jakobiner-Odium und teils von schwarz-rot-goldenem Staatskartun. Doch in der Folgezeit, wo selbst bei Mosse die Wetterfahne ultralinks tendiert, war Speiermann als feuriger Genosse mit Rotgardistenstiefeln aufmarschiert. Nicht lange zwar, die braunen Bataillone vermehrten sich und Speiermann bezog die Quarantäne der neutralen Zone und lernte still den fälligen Prolog. Das braune Hemd begann ihm wohl zu riechen. O Blutbandsweihe, die er jetzt empfing. Er hatte wieder wo hineinzukriechen. Hier war es etwas enger, doch es ging. Doch seine Überlaufbahn ist zu Ende. Es findet keine Wiederholung statt. Herr Speiermann, es geht schon die Legende von einer Zeit, die keinen Hintern hat.